Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Mafia 3 und ich musste von einer ganz anderen Stelle aus der Stadt wieder neu anfangen oder starten, aber das ist ganz gut oder vielleicht ganz gut, weil man sieht vielleicht, wir haben doch ein bisschen Kohle mehr. Ich habe die Kickback-Dinger, war gerade so auf dem Weg, also habe ich die mal mitgenommen. Ich will aber mal vorher schauen, ob wir eventuell alles schon irgendwie hinkriegen. Also kohlemäßig. Okay, der kostet schon mal 10.000, dann haben wir noch 16. Einfach bloß nochmal zu schauen, wie viel wir ungefähr brauchen. Habe ich hier noch mehr? Nee. Ich glaube bald nicht. Okay, das sind 13. Hier weiß nicht. Ich mach mal hier. Spaßeshalber. Vielleicht bist du zu jung, um dich zu erinnern, wie Sammy dieses Wandbild hat malen lassen. Er war so stolz darauf. Szene 17. Ja, wird nicht ganz reichen, ne? Ich will wissen, zumindest wissen, 17. Ja, sind wir schon bei 27. Das reicht nicht ganz aus. Aber hier gibt es ja auch 2 Stufen. Das ist ja noch zu. Schön, oben ein Büro zu haben, kann man einiges erledigen. Okay, das kostet alles nochmal 30.000. Hatte ich hier nicht noch was zu 3.000? Warte mal. Dann fehlen mir noch 800, ne? Habe ich jetzt noch 2.700 eigentlich? Das kostet 10, das kostet 10. Also nicht ganz. Na gut, mache ich das, dann fehlen uns, glaube ich, bloß noch 2 Stufen. Ich meine, dann haben wir auch dann endlich mal das DLC komplett durch. Also brauchen wir bloß noch 10, 20. Ja, wenn wir 20.000... Oh. Ach, das war das Wandbild. 30. Okay, wir brauchen 30.000. Wir brauchen 30.000, dann haben wir das auch durch. Werden wir noch machen, aber ich hatte mir ja überlegt gehabt, dann doch mit dem nächsten Story DLC weiterzumachen. Und das müsste eigentlich hier unten gewesen sein. Ist das Schneller Baby? Schneller Baby. Genau, ich war mir halt nicht so wirklich sicher, ob das jetzt so ein extra Dings war oder nicht. Doch war's. Habe extra nochmal nachgeguckt. So. Wow, wow, wow. Und das Schöne ist, also ich weiß nicht, ob wir die Karre dann immer nutzen können, aber wäre, glaube ich, ganz nice. Denn ich weiß nicht, ob es nur gefühlt so ist, aber dadurch, dass die ja doch ein bisschen besser beschleunigt und alles, ne, kommt man viel, viel schneller dahin, wo man will. Und ich denke mal, oder ich hoffe einfach mal, dass wir im Endeffekt dann die 30.000 noch zusammenkratzen. Also, dass wir quasi das DLC und das eigentliche erste DLC, was halt so gesehen immer noch nicht durch ist. Also von der Storyline glaube ich schon, aber das war zumindest die Bar aufwerten. Dass wir das dann zusammenpacken. Danach den letzten verbleibenden Stadtteil, sage ich mal, den ich glaube ich soweit machen kann. Soweit es geht, alles Video geben, damit wir da auch fertig sind. Und dann werde ich wieder in die Hauptstory reingehen. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Wir haben ja noch ein drittes Story DLC, das habe ich komplett vergessen. Okay, ich hoffe, Schneller Baby heißt jetzt auch irgendwie mit Rennen. Ansonsten, dadurch, dass wir die Karre jetzt hier haben, würde ich vielleicht auch eine Folge machen, wo ich alle Rennen... Ich kann mal kurz gucken, waren das 12 Rennen? Zusatzkapitel? 12 intensive Rennevents. Dass ich, also, das wird dann wahrscheinlich eine längere Folge gehen, aber dass ich das halt in eine Folge reinpacke. Müssen wir mal gucken. Aber so ist erstmal der Plan. Wir wollen aber erstmal sehen, wie wir hier vorankommen. Ist er es wirklich? Verdammt. Okay, sieh zu, dass du heil heimkommst, MJ. Alles okay? Nichts ist okay. Okay.
Sinclair Parrish. Sagt dir das was? Mieses Kaff. Jedenfalls für Schwarze. Der Sheriff dort führt sich auf in den finstersten Zeiten der Sklaverei. Wir bereiten eine Klage gegen ihn vor. Zusammen mit einem Anwalt in Washington, D.C. Er kennt Leute beim FBI. Ging's bei dem Anruf darum? Einer meiner Männer. Mein Freund Ezekiel Dandridge war dort, um Leute dazu zu kriegen, bei dem Prozess gegen den Sheriff auszusagen. Er hat Beweise gesammelt. Zeugenaussagen, Namen von Opfern. Das wollen wir alles dem Anwalt übergeben. Aber er traf auf dieses miese Dreckschwein Sheriff Walter Slim Beaumont. Ich hab's am Telefon miterlebt. Ich fahr jetzt los. Ich weiß. Ja. Okay. So spät noch unterwegs? Probleme mit dem Auto? Nein, Sir. Alles in bester Ordnung. Komm raus ans Licht und lass dich mal ansehen. Was machst du noch hier in Sinclair? Es ist spät. Bin auf der Durchreise. So, so. Ist ja nett. Schöner Abend für eine Reise, nicht? Wen hast du da angerufen? Meine Mom. Deine Mom? Sie macht sich Sorgen. Ich habe ihr gesagt, wann ich heimkomme. Das ist aber nett. Das weiß sie bestimmt zu schätzen. Ja. Wirklich schöner Abend heute. Lass dich nicht aufhalten. Wir wollen doch deine Mom nicht warten lassen. Und wieder ein Bruder tot. Lincoln, das ist Roxy, meine Tochter. Sie kommt aus Atlanta, wo ihre Mutter lebt. Hallo, freut mich. Ich bin Lincoln. Lincoln Clay, ich weiß. Daddy, ich hab dir doch gesagt, dass ich sehr gut allein klarkomme. Es geht um den Prozess, Roxy, okay? Um Menschenleben. Ich kann kein Risiko eingehen. Ich höre, du hast der Dixie-Mafia den Arsch aufgerissen. Hast einen auf einem Riesenrad aufgeknüpft. Er hat den Freund von mir auf dem Gewissen. Für sowas muss man eben büßen. Gegen Slim und die Dreckschweine, die ihm helfen, ist die Dixie-Mafia rein gar nichts gewesen, hörst du? In einem Team mit mir tust du, was ich sage und wann ich es sage. Ja, Ma'am. Hör zu. Fahrt nach Sinclair runter und besorgt uns diesen Ordner. Wenn ihr ihn habt, bringt ihn her. Ich bin draußen beim Wagen. Und du fährst, mein Freund. Sie hätte Ezekiel begleiten sollen. Sie gibt sich die Schuld an seinem Tod. Ist leicht, sich die Schuld zu geben. Nur wie wird man sie wieder los? Wir erledigen das. Daran habe ich keinerlei Zweifel. Sinclair Parrish? Ja, ich erinnere mich an Sinclair Parrish. Nun, die Sache ist die. In damaliger Zeit waren Behörden wie der Sheriff oder die lokale Polizei absolut unantastbar. Und niemand nutzte das so schamlos aus wie Sheriff Walter Beaumont. Er setzte seine Macht ein, damit Sinclair Parrish weiß blieb. Solche Orte nannte man Sonnenuntergangsstädte. Wer als Schwarzer im Dunkeln noch auf der Straße war, der war
am nächsten Tag von der Bildfläche verschwunden. Dann wollen wir mal. Die Sache ist, die Szenerie gerade, von wegen das mit, das ist ein sehr schöner Abend und sowas, das hat mich irgendwie an den Anfang von Mississippi Burning erinnert. Spielt ja, glaube ich, auch so zu der Zeit. Geht auch sehr viel um Rassismus, beziehungsweise die Bekämpfung. Ich hab's erzählt, wie ihr diese Dixie-Wichser aufgemischt habt, was du mit Doucette angestellt hast. Das war eiskalt. Hab getan, was ich musste. Das glaube ich dir. Also, wenn dich einer der Hilfs-Sheriffs in Sinclair auffordert, rechts ranzufahren, halt bloß nicht an. Die würden uns über den Haufen knallen, ohne mit der Wimper zu zucken. Die New Bordeaux-Cops sind auch nicht gerade auf Kuschelkurs mit den Schwarzen. Bruder, wenn du meinen Rat hören willst. Falls du Slim so ausschalten willst wie Richie Doucette, würde ich nicht machen. Für sie rechtfertigst du damit alles, was sie tun. Machst es noch schlimmer. Aber du wärst bereit, sie alle umzubringen, hm? Na, nur die, die es verdient haben. Also alle. So ein bisschen, ist halt, ja, so vom Feeling her, kann ich aber auch bloß empfehlen. Ist zwar relativ alt, der Film, ne, aber dennoch echt gut. Mississippi Burning. Ist, glaube ich, auch, ich möchte sagen, geht nach einem damaligen echten Fall. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich möchte sagen, ich hatte die Verbindung schon mal irgendwo in der Doku gehabt. Wow, Alter. Ja, also wer sich für sowas interessiert, wie gesagt, ich kann es empfehlen. 1-2-22er, Fahrer identifiziert. Bitte um Verstärkung. Rechts ranfahren. Gut 35 für dich. Rück drauf! Soll das ein Witz sein? Ja, aber hätte ich meine eigentliche Karre, meine neue eigentliche Karre... Ich probiere was. Also von den Ärschen gibt es mehr als genug. Okay, jetzt weiß ich auch, warum schneller. Wow. Ja, ich und... Ja, das hat ja so schon mal super funktioniert, dass ich ihn... Du wolltest unauffällig vorgehen. Ja, jetzt ist er hinter uns her. Das war's dann mit unauffällig. Bring uns hier weg, verdammt. Jawohl, Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob da in der Mitte irgendwelche Krähen... Oh, nein. Krähenfüße oder so gewesen wären. Verpiss dich. Überhaupt lang? Oh nein. Oh nein. Oh, okay. Warum muss mein Dings jetzt schon wieder am Arsch sein? Ja, ich krieg das in der Karre aber nicht hin. Ich brauche meine Karre, Mann. Das ist auch ein Zweise. Ja, natürlich. Jetzt ist hier alles im Arsch. Ich kann ja kaum noch lenken und die Karre wird gleich anhalten. Wir müssen es 100% nochmal machen. Ja, jetzt sind natürlich drei. Komm, der vierte geht auch noch. Kann ich nicht irgendwo für eine Farm abhauen? Wo sind wir hier überhaupt? Haben wir ja noch nie gehabt. Ich fahr mal quer rüber hier in der Hoffnung, dass... Oh, ja toll, jetzt... Mann, das hätte sein können. Ich komme ja hier nicht aus dem Arsch mit der Karotze. Toll. Bis gleich. 1-2-22er, Fahrer identifiziert. Bitte um Verstärkung. Rechts ranfahren. Und 35. Rück drauf. Ach, da bin ich wieder. Ist vielleicht aber auch besser so. Wer weiß, wie lange ich da noch gehangen hätte. Ja, dann probieren wir was. Niedlich. Wir haben ihre Freundinnen hergestellt. Wo kam der Flachwichser denn her? Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte mal was probieren, dass ich hier gleich übers Feld baller. Du wolltest unauffällig vorgehen. Tja, jetzt ist er hinter uns her. Das war's dann mit unauffällig. Bring uns hier weg, verdammt. Jawohl, Mann. Okay. Ich meine, weil vielleicht war das Rätsels Lösung. Mal gucken, dass uns keiner folgt. Ich weiß halt aber auch nicht, wohin jetzt, ne? Einer ist noch irgendwie hinter uns. Kommt der auf dem Moped an? Warte mal, gut. Lol, ich dachte, die wären weg.
Ich weiß jetzt auch nicht, warum der Fehler kam. Also, ne? Ich habe ja jetzt nicht weiter nachgeguckt. Aber ich glaube... Nein, Mann, Alter, gib Gummi, Junge. Warum ist denn der Inne immer noch hinter uns her? Och, Mann, hör doch mal auf, überall hängen zu bleiben, Alter. Och, Mann, Clinton, ey. Ja, natürlich. Zerschieß mir wieder die Reifen, dann kann ich es gleich nochmal machen. Es lief eigentlich so gut. So, wir fahren ja mal ein bisschen über die... Wo sind wir denn hier überhaupt? Okay, in Sinclair Parish, ja, hätte ich mir denken können. Ich muss aber erstmal irgendwie... Das kann dauern. Also hier Verfolgung ist halt immer so... Deswegen, ich fahre mal ein bisschen durch die Walachei, in der Hoffnung, dass die mir jetzt nicht komplett hinterherkommen. Ich meine, hier ist ja Gott sei Dank einer was frei. Ich hoffe nicht, wenn ich hier rüberfahre, dass das schon wieder abkackt, das Spiel. Nicht, dass er hier hinten die Map nicht laden kann. War jetzt so meine einzigste Idee. Geht doch. Ich wiederhole, Verfolgung einstellen, Suche abbrechen. Oh, wohin jetzt? Okay. Weiter zu MJs Farm. Scheiße, Roxy. Ich hatte ja schon öfter mit Arschlochbullen zu tun, aber Alter. Die knallen dich einfach aha. Ab. Die werden mich halt anpacken, okay. Jetzt verstehe ich, was du meintest. Die Penner spielen rassismusmäßig in einer ganz anderen Liga. Halt in der Stadt die Augen nach weiteren Bullen offen. Jo, machen wir. Die Sache ist, das mit dem Schießen hier ist halt... Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich werde es nicht unbedingt öfters brauchen. Ich sag mal so, wenn wir unsere eigentliche Karre haben, ist das ja kein Problem. Obwohl die jetzt auch nicht gerade lahmarschig ist, muss ich mal sagen. Aber ich fahre mit der eigentlich jetzt am liebsten rum. Naja, mal gucken, ob wir den verkackten Sheriff da irgendwie rauskriegen. Also wahrscheinlich eher in einem Leichensack, aber ja, dass er zumindest weg ist. Vorne ist MJs Farm. Wie ist MJ so? War sein Leben lang in Sinclair. Ein weißer Junge, der versucht, was zu verändern. Und vertraust du ihm? Natürlich vertraue ich ihm. Auch wenn er mehr Mut als Verstand hat. Klingt nach meinem Schlag, Mensch. Ist es das davon? Ja. Habe ich mir das verfranst? Ja, ein bisschen. Warte. Ah. So. Mein guter MJ. Die Schafe was geht? Roxy. Dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen, Mädel. Ist er das? MJ erwartet euch im Gewächshaus. Okay, hätte mich jetzt noch gewundert. Und die Babys von mir. Und dem da? Dann doch da. Okay. Na denn... Gucken wir mal, wie MJ so drauf ist, ne? Wenn sie abtauchen müssen, schick sie zu mir. Pass auf dich auf. Was für ein erfreulicher Anblick. Ja, die Schöne und das Biest. Und Lincoln ist die Schöne. Ich bin Mitch, aber alle nennen mich MJ. Und, wie war die Fahrt? Die Cops von Sinclair haben uns freundlich empfangen. Diese Arschlöcher. Seit der Sache mit Ezekiel sind sie extrem wachsam. Wann bist du zurückgekommen? Vor ein paar Monaten. Hier, mein Heimreiseticket. Hab den halben Magen verloren. Vor einem Jahr. Schrapnell? Unser Heli wurde abgeschossen. Als ich wieder aufgewacht bin, steckt ein Teil vom Rotor in mir drin. Das hilft gegen die Schmerzen. Boah, Alter. Das ist mein Bestes. Wusste dein Cop-Kumpel was über den Ordner, den wir suchen? Mickey? Ja, er sagt, Slim hält ihn auf der Wache unter Verschluss. Ich schätze, da kann man nicht einfach so reinlatschen. Nein, außer man ist unsichtbar. Die Schweine gehen auf Nummer sicher. Wohl besser, wir warten, bis es Nacht ist. Dann hole ich uns das Ding, wenn die Arschlöcher in ihren Betten liegen. Sehe ich auch so. Aber Slim ist nicht blöd. Er ist unberechenbar. Ich komme mit. Vier Augen sehen mehr als zwei. Ich warte draußen auf dich. Alles klar. Und MJ? Ruf deinen Freund an, den Cop. Er soll sich krank melden. Ach,
Der hat längst das Weite gesucht. Ich hoffe nur, Madame, ne, will es nicht unbedingt krachen lassen. Also wenn sie auf uns wartet. Würde mich jetzt zumindest nicht wundern. So wie sie drauf ist. Und mir gefällt es nicht so unbedingt, dass sie so mehr oder weniger auf Krampf unsere Chefin spielen will. Weiß ich nicht. Naja. Arbeitet nachts meist nur eine Notbesetzung. Komisch, dass du die Papiere nicht im Alleingang rausgeholt hast. Ich hab's mir lange überlegt. Aber du sollst auch deinen Spaß haben. Wie großzügig von dir. Jetzt hab dich nicht so, Lincoln. Ich behalte den Überblick von oben. So kann ich dich warnen, wenn was ist. Ja, ja. Und wir wissen doch jetzt eh schon, dass was ist. Naja, klar. Mal gucken. Okay, bin jetzt hier oben. Gut, ich schnapp mir die Unterlagen. Wo treffen wir uns? Ich schlag mich schon zur Farm durch. Und Lincoln, halt ja den Kopf unten, klar? Ja, ja. Das tue ich seit meiner Geburt. Ja, infiltriere das Büro. Ich habe jetzt überlegt, okay, abhören wäre vielleicht ganz gut gewesen. Aber kriege ich die so einfach weg? Du kannst mich über deinen Knopf im Ohr hören. Die Bullen im Revier werden mich ohne Zögern erschießen. Na dann, viel Glück beim Versuch, die Papiere aus Slims Büro zu klauen. Jojo. Lass mich nur machen. Ich bin auf dem Dach in Position. Ich kann dich sehen. Und eine Handvoll Hilfs-Sheriffs rund ums Revier. Ja, ja. Es gibt auch Eingänge hinten und an den Seiten. Weniger Cops, viel weniger Ärger. Ja, ich suche doch gerade danach. Also, ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier irgendwo einsteigen. Das Problem ist, ich würde ja halt gerne hier irgendwie mal rüberkommen. Solange das nicht geht. Ah, vielleicht hier. Über die Mülltonne. Gott weiß, was für Action unter der Motorhaube abgeht. Hast du den Wagen angefasst? Warst du drin? Dachte ich's mir doch. Vorm Ende deiner Schicht schnappst du dir gefälligst einen Lappen und wischt alles ab. Okay. Die kommen nicht angescheißert, leider. Das ist besser für alle Beteiligten. Leg dich gar nicht mit mir an! Ich find's halt wunderbar, dass die immer einzeln kommen, ne? Da können wir nach und nach hin ausschalten. Weil hier will ich jetzt nicht so blauäugig reinstürzen. Kommst du jetzt langsam mal? Tschüss, mein Freund. Sollte ich den anderen auch holen? Ich meine, solange uns keiner weiter hier draußen sieht, ne? Ist alles schick. Okay, der ist in der Befragung. Okay, so viele sind das ja eigentlich gar nicht. Also kommen mir zumindest nicht so viel vor. Tschüss, mein Freund. Ja, den vielleicht auch von hinten. Und ich habe da Kohle gesehen. Das werden sie auch bestimmt nicht mehr brauchen, oder? Je schneller du die Papiere holst, desto eher sind wir hier weg. Jojo. War bloß wieder ein Dings gewesen, ein Schriebs. Ja, gut. Hier, echt keine Kohle? Ist das jetzt mit unten gemeint, oder ist das oben? Ist fast bewundernswert. Warst du schon in Slims Büro? Im ersten Stock. Ja, da bin ich hin unterwegs, Mann. Die hätte mich, glaube ich, gesehen, hätte ich den kalt gemacht. Ina geht weg. Okay.
Vielleicht hätten sie mich doch nicht gesehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist, glaube ich, safer, wenn es hier um die Ecke ist, ne? Wir machen das ganz chillig. Okay, ich wollte gerade sagen. So, ich hoffe einfach mal, dass die mich nicht sehen werden. Oder er mich nicht. Wundervolle Nachtschicht, ne? Okay, die chillen da seine Eier, ihre Eier. Ich weiß nicht, ob das bloß wieder eine Notiz ist. Nun komm. Gut, dann von mir ist auch der. Jeder, der es verdient hat, ne? Okay, ist doch bloß wieder ein Schritt. Schade, hier hätte ich gerne Kohle mitgenommen. Aber jetzt sollten wir... Jo, hier ist keiner mehr. Ist natürlich komplett unauffällig, ne? Wenn die nächsten früh auf Dienst kommen und irgendwie alle tot sind. Jetzt geht's. Aber wird das die richtige... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die richtige Akte ist. Jetzt du nicht so überrascht. Tu ich auch gar nicht. Tust du wohl. Aber es ist erst vorbei, wenn du deinen Hintern zur Farm zurückgeschwungen hast. Lebendig, meine ich. Hab ich vor. Wir sehen uns dann da. Ich meine, wenn jetzt nicht zufälligerweise irgendein Nachschub kommt, ist das jetzt nicht so schwer. Ich kann sogar hier vorne rausgehen. Oder ist das hier hinten? Okay, das ist hinten. Hab nichts gesagt. Kann ich nicht einfach so hier rüber? Okay, ich muss wahrscheinlich die Bull. Die Sache ist, wenn ich die jetzt klaue. Okay, gut. Ich wollte bloß mal gucken wegen dem Radio. Ich werde da aber nicht mit der Karre fahren, ne? Ich wollte hier bloß raus. Okay, ich muss. Dann komm mit dem Ordner, ja. Warte. Wir wollten ja unseren Ex-Helden. Ich brauche ein neues Auto. Ich gehe noch eben pissen. Dann bringe ich ihn raus zu dir. Warum bringst du ihn nicht gleich? Hallo? Hier hinten. Ich hätte ja gedacht. Steigst du jetzt langsam aus, Mann? Das ist eine große Hilfe. Ich hätte ja gedacht, dass mir gleich angezeigt wird, wo es zur Farm geht. Weil das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Upp. Ach komm, Alter, was? Wie fahrt denn ihr hier? Okay, jetzt wird mir angezeigt, wo es zur Farm geht. Wir überprüfen, ob was fehlt. Ein unbekannter Täter hat Eigentum des Reviers gestohlen. Alle Einheiten, haltet die Augen nach verdächtigen Personen offen. Ja, nur gestohlen, ne? Dass da aber irgendwie alle tot sind, juckt auch keinen. So, das Ding ist, ich will jetzt nicht unbedingt in die Cops mehr oder weniger reinfahren. Auch wenn ich hier mit der Karre wesentlich besseres Gefühl habe, was das in Kommen angeht. Man muss es schon nicht provozieren. Also, dass ich ein bisschen mehr auf die Minimap achte, wo es hier wohl lang geht. Beziehungsweise, nein, nicht wo es lang geht, aber man, wisst schon, dass da keine Cops direkt auf dem Weg sind, dass ich denen vielleicht ein bisschen aus dem Weg gehe. Weil ständig Verfolgungsjagden könnte ich mir hier vorstellen, muss aber nicht unbedingt sein. Warte mal ganz kurz. Keine Ahnung, was das für eine Bude ist, aber ich habe hier Geld gesehen. War hier nicht noch was? Wir brauchen ja noch etwas, ne? Was haben wir gesagt? 30.000, glaube ich, ne? Obwohl ich mir hier gar nicht so sicher bin, ob wir so viel rausziehen können. Also an Kohle.
Na endlich, ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Wieso? Habe ich dich schon mal enttäuscht? Es wundert mich immer noch, dass du es nicht vergeigt hast. Wart ab, vielleicht schaffe ich es ja noch. Slim hat was reingekritzelt und Namen markiert. Fuck. Slim hat keine Zeit verloren. Ein paar von denen werden schon vermisst. Dann sind die wahrscheinlich schon tot. Er kennt die Leute, die mit uns geredet haben. Verdammt, wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir das alles beisammen hatten. Punkt für Punkt. Und jetzt war alles umsonst. Nein, gar nichts war umsonst, MJ. Wir wussten doch, das Dreckschwein würde sich wehren. Diese Menschen sind gestorben in der Hoffnung, dass wir das durchziehen. Wir haben schließlich die Bilder, die schriftlichen Aussagen. Wir werden Slim jetzt nicht vom Haken lassen. Und? Wie stellst du dir das vor? Ich warne alle auf der Liste, sie sollen aus Sinclair verschwinden. Tja, und dann? Nehmen wir uns Slim vor und machen diese ganze Drecksbande fertig.